Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion billion bacteria in one day. Zurück auf meinem Kanal. Ich habe ziemlich viel eingekauft. Wirklich. Ich habe ein XXXXXL-Haul für euch. Das meiste Zeug, was ich natürlich gekauft habe, ist von Primark. Da habe ich, glaube ich, 250 Euro gelassen. Upsi. Dann habe ich noch viel von Shein, weil der Black Friday war. Ja. Ich habe viel bei Shein bestellt. Dann unter anderem noch Mango, Zara und H&M. Und da habe ich mir als erstes ganz langweilig, wie ich bin, Socken gekauft. 7 Paar, 3 Euro. Und als nächstes Mal nochmal Socken, aber solche Halbsocken, das sind die besten, finde ich, aus diesem Stoff, weil die am besten am Fuß halten. Als nächstes habe ich mir ein paar Winterschuhe mitgenommen. Jedenfalls haben die nur 8 Euro gekostet, deswegen habe ich die mitgenommen. Sandpaper for bloody knuckles. Shank open a bag of chips and pulverize with fists. We keep primal in the kitchen. Motherfucking cooking. Walking low, motherfucker. Beer batter in our pistols. Team Cuisine is the cooking game contra. Blasting beer into our custom Doritos batter. Doritos are cool and beer is cool, but sometimes you gotta just mix things together to make them cooler. And your own. I like having cool things, like a cheese blanket. I'm happy I got a motherfucking a cheese blanket. Now we deep fry these bricks of cheddar, not giving them. I like my cheddar like I like my women. Old and oily. We're dealing with 40 pounds of cheese. Our cheese budget is your annual denim budget. With your garbage jeans that you think look so good. Those jeans don't look good at all. Epic Mook trying to toss eggs in a bowl like he don't give a f if he misses. But we don't waste that shit. We just get wasted and shit. We throw down dough, motherfucker. We're making 2 loaves of 20 double cheeseburgers each. Count it up. That's 40 double cheese. Packing burgers in this custom loaf with cheese blankets. This is how Epic Meal Time does a grilled cheese sandwich. This ain't no after school special. This is that trillionaire shit. Epic Meal Time making a bad boy grilled cheese sandwich. Plenty of cheese deep fried. I like my women like I like my cheese. Hot. And wrapped in bacon. Bitch, this the fattest grilled cheese sandwich you ever seen. Mm-hmm. From 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, begin! And the dogs are going down. There's Chestnut. He's the defending champion. He's looking for a 10th championship. He jumps out right in front with two, but both Esper and OG, they keep pace with him. That's a surprise. I was looking for, well, finally we get Stoney in there. The moment of glory is upon us. Now, they say we're a country divided, but if there's one thing we can all agree on,
is that this contest is the greatest event of the summer. It's the Independence Day holiday out here in Coney Island and across America, and Joey Chestnut is the great unifier right there in the center of the table where he belongs, nine-time champion. So Stoney comes out just two behind, but look at Chestnut. He's not finished out the first minute, and he's at 8 right now. Looks like he's going to be at 10 by the end. If he can keep that pace up for 4 or 5 minutes, he can slow down. Tell you a story about Chestnut, though, as he now has 22. Sincotti has dropped down into third, and Esper with 18 now. Esper's a bit of a surprise here. Joey just nailed those bowl after bowl after bowl, and he took the win there. Yeah, it's great trick cocktails. There's Esper. He ate 53 to qualify up in Boston. He's from Oxford. 51, forgive me, to qualify. He's very good, but I think he'd be a big surprise if he were to beat Stoney today. Stoney is lagging behind. Das Rennen ist endlich überstanden. Haben Sie alles bekommen, was Sie wollten? Ja, also der Plan ging relativ gut auf. Hat schon geklappt. Haben Sie irgendwas nicht geschafft? Optional wäre noch eine PlayStation 4 oder ein Fernseher dabei gewesen, aber das reicht auch so. Sind Sie denn jetzt zufrieden? Ja, jetzt bin ich zufrieden. Wie ist es denn? Jetzt haben Sie so eine lange Anspannungszeit gehabt. Das hat sich innerhalb von Sekunden entladen. Was denkt man in so einem Moment? Nichts, einfach nur rennen, rennen, rennen. Da ist kein Platz für Gedanke. In welchem Moment dachten Sie, das wird knapp? Ja, als es von 10 runterging. Da wollte ich eigentlich noch die Treppe runter und habe dann kurz rechts abgebogen. War schon und gut so dann. Alternativplan war dann, was haben Sie sich dann gegriffen? Die 4 GoPros. Am Ende konnte Heiko Müller Waren im Wert von 37.570 Euro mit nach Hause nehmen. Falsch gekauft. Oh Gott, ist das viel. Warum kaufe ich so viel? Hallo Leute, wie man sehen kann, sitze ich hier mit zwei riesigen DM-Tüten und es gibt einen Grund, dass ich geschrieben habe 18 Kilo DM-Haul. Die meisten schreiben ja gerade irgendwie so 85 Euro DM-Haul, 53 Euro DM-Haul und ich denke mir immer so, warum macht ihr das? Und ich habe sowieso ein bisschen anderen DM-Haul heute, denn ich habe noch nie bei DM so viel eingekauft und gleichzeitig so wenig Schminke gekauft. Also das ist echt ein Debüt für mich. Ich habe schon gar keinen Überblick mehr hier über diese zwei Tüten. Und ich habe die heimschleppen müssen und es sind wirklich 18 Kilo. Ich habe mich fast zu Tode geschleppt, ne? Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Hat die eine Filiale in Mannheim zugemacht, weil die umbaut. Und dann gab es Ausverkaufsrabatten, zwar 20%. Und auf die Masse lohnt sich das doch schon ganz schön. Und da musste ich einfach zuschlagen. Das erste, was ich mir gekauft habe, sind Wattepads, weil die kann man immer brauchen. Und das Design aktuell finde ich sowieso total schön. Und, also wie gesagt, ich habe nicht mehr einen großen Überblick. Ich weiß noch nicht so wirklich, ob es was hilft, aber die durchbluten auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar davon. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 gekauft. Und die kosten halt normalerweise 3,50 oder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich jetzt mal ein paar im Ausverkauf und probiere das Ganze einfach mal aus. Dann ist die eine Tasche auch schon leer, also nur noch
Kassenzettel zum Beispiel drin. Ja, ist etwas länger und ich habe auch zweimal eingekauft. Egal. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Wenn wir sagen wollten, wir wollten das wirtschaftliche Wachstum einstellen, ist das so, als wenn wir sagen wollten, wir wollten das Atmen einstellen. Wenn man das Atmen einstellt, wenn man das lange genug durchhält, dann ist man am Schluss tot. Und beim Wirtschaftswachstum, wenn man darauf verzichtet, geschieht das genauso. Wir möchten Wachstum fördern, das ist unsere Politik. Deshalb sage ich, haben wir uns entschlossen, ja, einen Pfad zu gehen, der voll auf Wachstum setzt. Wir setzen auf Wachstum. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt in den nächsten Monaten auch alles tun, was Wachstum und Wirtschaft fördert und nicht immer nur was Gerechtigkeit auslösen kann. Joey Chestnut looks like he's getting 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joey Chestnut, unofficially at 71. That would be a record here. Kaum ist der Laden geöffnet, stürmen die Kunden das Geschäft. Thank you.
Also man sieht, ich bin einfach durch den DM gelaufen, ohne nachzudenken und habe einfach gekauft. Dann habe ich ein Produkt gekauft, was ich bei ganz vielen DM-Hauls jetzt gesehen habe auf YouTube. Ja, ich bin auch so ein Opfer, ich lasse mich extrem anfixen. Wenn ich DM-Hauls sehe, dann ist schon so Feierabend. Dann denke ich immer so, scheiße, du warst doch gestern erst im DM, hast so viel Geld ausgegeben, jetzt musst du wieder hinrennen. Und dann renne ich wegen einem Teil hin, weil ich das in irgendeinem Video gesehen habe und dann kaufe ich wieder 10 neue Teile. Also, ewiges Drama mit mir um DM, wirklich schlimm. What's going on, guys? TechRex here. So I just wanted to pull out this quick video for you guys. I happen to have about 30 iPhones just laying around, and I thought, you know, what's a better way to put these to use? All of them are fully working, by the way, than to just smash them, you know? Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who's it gonna be? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu unserem Unpack-Video zur PlayStation 4. Deshalb sage ich, haben wir uns entschlossen, ja, einen Pfad zu gehen, der voll auf Wachstum setzt. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion billion bacteria in one day. Listen to that crowd. Ein Pfad zu gehen, der voll auf Wachstum setzt. Wir möchten Wachstum fördern. Das ist unsere Politik. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Wir setzen auf Wachstum. Thank you.
Wachstum setzt? Einen Pfad zu gehen, der voll auf Wachstum setzt? Wir möchten Wachstum fördern. Und der war sogar mit Roségold und dann dachte ich mir, der muss natürlich mit. Wie geil ist denn das, mein Silvesterkleid einfach mal für 9 Euro jetzt schon bekommen? Oh mein Gott, sage ich nur. Warum kaufe ich so viel? Und ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Sachen gekauft. Die Welt ist voller Wundertüten. Kein Schwein braucht so viel Zeug. Nein, ich habe es falsch gekauft. Was soll ich denn mit 3 Handyhüllen, wo ich das Handy nicht habe? Wie gesagt, ich habe die letzten Wochen viel zu viel gekauft. Mein Konsum ist so hoch gestiegen. Derjenige mit dem höchsten Warenwert, der gewinnt alles. Oh Gott, ist das viel. Warum kaufe ich so viel?
uns über.